Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Captain Bernhard und ein frohes neues Jahr für alle. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Ich fahre hier gerade mit meinem Traum-E-Mountainbike, dem Rotwild RX 375 Ultra, meine Neujahrsrunde und ihr seid mit dabei. Was haben wir heute vor? Heute soll es eine komplette Runde um die Dünntalsperre gehen und wir sind schon ganz in der Nähe von der Talsperre, denn die befindet sich hinter diesem Hügel. Ich habe mir eine Strecke auf Komoot rausgesucht und das ist nur eine der wenigen Asphaltabschnitte, denke ich mal. Und ja, dann habe ich auch eine Überraschung dabei. Mal sehen, ob ich diese Überraschung irgendwo unterwegs mal präsentieren kann. Viel Spaß! Nach dem Intro geht's los! Ja, und hier sehen wir auch schon die Runde, um die es heute gehen soll. Also ziemlich dicht um die Dünntalsperre herum. Höhenmeter sind hier 550 rauf und 550 runter und die Gesamtstrecke mit knapp 40 Kilometern angegeben. Aber man muss sehen, ob nach dem tagelangen Regen die Strecke hier überhaupt komplett befahrbar ist. Ja, und das hier ist es genau, was es braucht, um die vielen Kalorien der schönen Weihnachtsmahlzeiten und des Silvesterabends ein bisschen kompensieren zu können. Mein Ziel für dieses Jahr ist eigentlich kein neues E-Mountainbike und auch kein neues Elektroauto, sondern ich will gerne 10 Kilo abnehmen. Und es ist ja nicht schlecht, wenn man mit den Vorsätzen fürs neue Jahr direkt am Neujahrstag beginnt. Es ist wunderschön, aber auch sehr anstrengend, hier gerade diese Stelle rauf zu radeln. Ein umgestürzter Baum stellte sich in den Weg. Man muss sich absteigen und drüber. So, jetzt fahren wir in Hanglage wieder an. Aber ich habe großen Spaß. Ihr seht, es ist auf Eco gestellt. Rechter Fuß, ein bisschen höher die Pedale. So, Bremse jetzt halt eben mit links gehalten. So. Kamera auf das Rad und jetzt könnt ihr schauen, ob ich das im Eco-Modus schaffe. Zum Glück habe ich einen niedrigen Gang eingestellt. Yay! Das geht ab! Das funktioniert! Haha! Ja. So, und hier ist eine Abzweigung. Da wollen wir mal kurz gucken. Ja, wir müssen eigentlich hier oben sein. Ja, also es geht jedenfalls links runter in Richtung Talsperre, das wird richtig sein. Ah, jetzt klettert der Punkt auch hoch, hier seht ihr. Jawohl, das ist die Stelle. Auf geht's! So, und ich dachte, hier ist vielleicht mal eine gute Stelle für die Neujahrsüberraschung. Ah, hinter dem Rotwild, da blinkt doch was. Genau, die neue Drohne von Mavic, DJI Mavic 3 nämlich. Schalten wir mal die Kamera um. Viel Spaß! Musik
das war ja der Premierenflug von der DJI Mavic 3. Ich habe ja jetzt das Filmmaterial noch nicht gesehen. Müssen wir nachher zu Hause am Computer mal auswerten. Aber das Ding geht schon gut ab. Und ein paar Funktionen fehlen ja noch. Mein Lieblingsmodus, die Quickshots. Die werden irgendwann im Laufe dieses Monats kommen als Update. Aber ein bisschen Active Track Follow Me Modus konnten wir ja machen. Mal sehen, was dabei rausgekommen ist. So, und jetzt geht's schön weiter mit dem Rotwild. Das langweilt sich schon ein bisschen. So, manchmal denke ich, solche kleinen ansteckbaren Schutzbleche, vorne zumindest, wären dann doch nicht so schlecht. Hier durch den Wald sieht man jetzt die Dünntalsperre. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier mit der Actionkamera gut erkennen kann, aber sie ist da. Und ja, wir befinden uns immer noch am nordöstlichen Ufer. Langsam sehne ich mich danach, die Spitze zu erreichen. Aber gleich ist es soweit und ihr seid dann mit dabei. Toller Abschnitt hier, mitten durch den Wald. Tolles Licht, tolles Vorderrad. Juhu! Super! Das macht Spaß! Ups, was ist denn hier passiert? Das Rotwild ist vom Weg abgekommen. Nein, kein Sturz. Da oben war der Weg, aber es war der falsche Weg. Das hier ist der richtige. Und da sind wir runtergeklettert. Geht auch, ne? So, und damit sind wir auch auf dem Niveau der Dünntalsperre. Ich glaube, das hier nennt sich auch Vortalsperre. Angekommen. Ja, man sieht's. Den Wald hat es hier ordentlich erwischt. Da hinten ist das Holz schon fertig gemacht. Ja, und die Dünntalsperre hier in der Vortalsperre ist so schmal wie ein Fluss. Ja, also hier war ich noch nicht. Ist super hier, unbedingt empfehlenswert. Und ich denke, hier ist ein guter Platz für eine kleine Rast. Hier ist es ruhig und auch eine gute Gelegenheit, mal dieses Walddrama hier sich ein bisschen aus der Luft anzuschauen. Schön die soeben gemachten Filmaufnahmen auf mein iPhone überspielt, nutze ich die Gelegenheit hier am Ende der Dünntalsperre, bevor ich mich auf den Rückweg mache, eine kleine Rast einzulegen. Wasser habe ich ja in meiner Camelback Trinkblase genügend mit dabei, da gehen ja 5 Liter rein, das reicht eigentlich immer. Und ja, ich denke, bisher ist diese erste Januartour ein voller Erfolg. Es macht tierisch Spaß,
direkt zu Beginn des Jahres was zu tun. Und das möchte ich gerne auch beibehalten. Der Grund ist, ich habe mich am Ende des Jahres, am 30.12. auf die Waage gestellt und habe einen dreistelligen Wert geknackt, also knapp über 100. Eigentlich sollte es mehr in Richtung 92, 93 Kilo sein. Da möchte ich jetzt gerne mit aller Macht wieder hinkommen. Eigentlich sind es gar nicht so sehr die ernährungstechnischen Probleme, das auch ein bisschen, aber ich bin keiner, der jeden Abend ein Bier trinkt oder eine fette Bratwurst isst oder Chips oder Schokolade viel oder so etwas. Eher den Eindruck, es kommt einerseits aus dem Mangel der sportlichen Aktivität. Dieses Bike hier muss einfach viel häufiger eingesetzt werden. Dann kommt auch bestimmt ein gewisser Altersfaktor dazu. Jedenfalls sehe ich so einige in meiner Altersgruppe, Mitte, Ende 50er, die so ein kleines Bäuchlein entwickeln. Und dann habe ich letztens eine Blutabnahme gemacht, so ein bisschen mal präventiv geguckt. Und siehe da, der nüchtern Blutzuckerspiegel war ein klein bisschen zu hoch. Und das sogenannte LDL-Cholesterin war auch etwas zu hoch. Und das sind Dinge, die können hindeuten auf einen beginnenden Typ 2 Diabetes. Also noch bin ich längst nicht so weit. Davor gibt es ja noch das sogenannte metabolische Syndrom, also wo die Insulinproduktion im eigenen Körper, in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig mitkommt. Ja, und ursächlich dafür scheint ein hoher Kohlenhydratkonsum zu tun zu haben, verantwortlich zu sein. Also gar nicht mal die Fette, wie man immer so denkt, sondern Kohlenhydrate. Und das könnte bei mir stimmen. Ich esse halt nun mal unheimlich gern am Abend noch die ein oder andere Scheibe Brot mit Käse drauf. Nudeln mag ich auch gerne. Ja, und das sind die Dinge, die den Körper dann einfach oder die Leber vielmehr überfordern können. Da wird dann zu viel Zucker abgespalten von den Kohlenhydraten und das kann der Körper alles gar nicht mehr aufnehmen und abbauen. Ja, und das wandelt sich dann freundlicherweise in Fett um. Also, ist eigentlich klar, was zu tun ist. Wir müssen hingehen und uns ein bisschen mehr bewusster ernähren. Ist ja überhaupt kein Problem. Obst und Gemüse schmeckt. Und vor allem hier mehr das Bike zum Einsatz bringen, so wie heute. Und das ist die Challenge. Ich möchte gerne wieder in den zweistelligen Bereich zurückkommen und auf den unteren 90er Wert. So, und da bin ich mal gespannt. Ich werde euch in den Videos, die jetzt in diesem Jahr noch so folgen werden, auf alle Fälle über das, was hier vielleicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, informieren. Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass das Dröhnchen jetzt so langsam die Filmaufnahme überspielt hat. Und dann geht's hier als nächstes den Berg hoch. Und das natürlich nur im Eco-Modus, ne? So, hier am anderen Seeufer wird's tatsächlich ein bisschen spannend. Es ist voller Matsch. Nochmal das Thema Schutzbleche, vielleicht doch mal weniger cool sein, aber es macht tierisch Fun. Und haben jetzt einige andere E-Mountainbiker hier überholt. Das leichte Gewicht von dem Rotwild und Hans Dampf und Magic Mary, die machen schon echt einen entscheidenden Unterschied hier in dieser Challenge. Klasse. Da konnte ich nur nicht filmen im Matsch, das ging nicht. So, an dieser Stelle ist der Akku leer. Jetzt wollen wir hoffen, dass ich den anderen auch geladen habe. Habe ich ehrlich gesagt nicht geprüft. Oh, wei, wei. Jetzt wird spannend, weil hier geht's noch mal gut hoch. In 2 Minuten werden wir es wissen.
Ja, prima, der ist auch leer. Jetzt wird's wirklich sportlich. Typisch ich. Geht gut, Ghost, das Jahr. Es ist nicht mehr weit und der Ersatzakku hat zum Glück noch ein bisschen Restspannung. Das heißt, ich schalte ihn dann ein, wenn es berghoch geht. Das dürfte hinhauen. Aber hier ist mal eine interessante Stelle. Hier war eine Überführung. Und die ist wohl mit dem Hochwasser mitgerissen worden, sodass die Brücke weg ist. Aber man kann da unten durchsteigen. Das habe ich gemacht. Ja, und diesen Anstieg her, den werde ich dann besser mal schieben, um nicht zu viel Akku zu verbrauchen. Naja, sportlich sind wir jedenfalls in diesem neuen Jahr 2022. Wenn auch anders als gedacht. So, ab hier müsste es wieder gehen. Das dürfte zu schaffen sein. Ja, geht noch. Wer sagt? Hier, Matschlöcher. Jede Menge. Oh. Oh wei, oh wei. Das gibt nachher ein heißes Bad. Das weiß ich schon. So, der zweite Akku ist jetzt auch leer, aber ich habe es zum Glück geschafft. Ich bin fast am Ziel angekommen. Jetzt geht es nur noch runter. Da kann ich mich schön treiben lassen. Ich würde mal sagen, das war eine sportliche Punktlandung. Juhu, und bergab geht's.